Was erreicht man in FIFA 23 ohne FIFA Points? Mittlerweile schon Tag 58, also sind schon einige Tage in unserem Projekt vergangen und wir werden heute wieder einige Packs öffnen, denn Packs seht ihr ja immer sehr, sehr gerne und ich habe den Road to the Final Achtelfinale Pokal zu Ende gegrindet. Damit bekommen wir hier einige Karten und unter anderem Brais Mendes. Digga, den spricht man niemals so aus. Das ist einfach ein Spanier und ich sag Brais Mendes. Also schlechter hätte man den gar nicht aussprechen können. Die Frage ist, ist Real Sociedad überhaupt weitergekommen? Ich sehe die hier nicht mal. Bin ich jetzt komplett lost? Ich glaube ja, ich bin irgendwie komplett lost. Hä? Was ist denn das überhaupt für eine Karte? Das ist doch Real Sociedad oder habe ich mich jetzt verguckt? Okay, Freunde, alles gut. Die wurden Erster in der Gruppe und sind deswegen automatisch schon im Achtelfinale. Das war natürlich mal wieder eine richtige loste Julius-Aktion. Alles gut. Aber den nehmen wir erstmal kostenlos mit und lassen den vielleicht die eine oder andere Runde noch weitergekommen, damit er noch ein bisschen im Rating steigt und dann wird er direkt in die nächste SBC geballert. Und ja, wir bekommen hier heute nochmal richtig viele Packs. Ich habe auch in den letzten ein, zwei Tagen noch die 10x83 Plus Packs mitgenommen. Und wenn das Video raus ist, ist auch das neue Event raus. Und zwar Showdown Series. Bruder, was ist heute mit meiner Aussprache los? Ist jetzt nicht so, dass die sonst auch geil ist, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, das Event ist kein Pack-Event, Stand jetzt. Ich nehme das Ganze freitags auf. Deswegen werden wir heute nochmal einige Packs ziehen. Ich werde aber den größten Teil der 10x83 Plus Packs, glaube ich, einfach aufsparen bis zum nächsten Pack-Event. Denn Football der sollte relativ bald kommen. Wir bekommen heute hier zum Start der Episode auch noch ein 100k-Pack und ein 125k-Pack. Und wenn ihr da draußen immer noch Spaß an der Serie habt, dann lasst jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für den Support. Und falls du, genau du, meinen Kanal noch nicht abonniert hast, du Schlingel, dann drück jetzt auf Abonnieren, denn knapp 60% meiner Zuschauer schauen meine Videos, haben meinen Kanal aber noch nicht abonniert. Würde mich sehr, sehr freuen. Hier seht ihr die ganzen Packs, die wir am Start haben. Wir haben 3 10x83 Plus Packs. Ich werde davon eins heute noch öffnen zum Road to the Final Event. Nochmal die Chance mitnehmen und dann die Karten, die wir ziehen, in ein weiteres 10x83 Plus Pack stecken, denn einmal kann ich die SBC noch abschließen. Das heißt, wir haben heute hier zum Start der Episode noch das ein oder andere gute Pack am Start und wir werden heute noch die Weekend-League-Quali zocken, denn die habe ich diese Woche noch nicht gespielt. Also da müssen wir auf jeden Fall auch noch rein grinden. Ansonsten auch sehr, sehr interessant, sollten wir auch drüber sprechen. Ben Yedda POTM haben auch schon viele von euch in die Kommentare geschrieben, dass ich den abschließen soll. Er würde extrem gut reinpassen ins Team und er ist auch gar nicht so teuer. Also ich glaube, ein 87er Team, die anderen zwei Teams kriegt man eigentlich auch immer easy, voll mit irgendwelchen Untrades. Also das können wir uns auf jeden Fall überlegen, den abzuschließen. Er würde, wie gesagt, sehr, sehr gut reinpassen ins Team. Dann Sturm, Mbappé, Ben Yedda, über außen Neymar und Overeem. Also das wäre schon sehr, sehr geil. Aber heute werden wir den noch nicht abschließen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Digga, was ist das hier schon wieder? Der Shop hat sich beruhigt. Wir können weitermachen. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar nicht so geile Packs. Die ziehen wir auf jeden Fall auch noch weg. Denn es ist natürlich auch immer gut, irgendwelche Non-Rare-Karten und Rare-Karten im Verein zu haben. Die können wir dann bald wieder für irgendwelche Player-Picks, Upgrades und so weiter rausballern. Aber jetzt diese Woche wahrscheinlich erstmal nicht, weil das Showdown-Event einfach kein Pack-Event ist. Das zumindest mein Stand der Dinge jetzt gerade, wo ich das Video Freitag morgens aufnehme. Vielleicht ist es ja doch irgendwie ein Pack-Event, aber ich glaube sehr, sehr sicher nicht. Deswegen, ja, ich hoffe, dass wenigstens andere coole Packs rauskommen, wie zum Beispiel irgendwie ein neues Icon-Pack, ein Hero-Pack, damit wir da wenigstens unsere Packsucht stillen können. Und wir ziehen hier im 83-Plus-Pack ein Toni Kroos-Walkout. Sehr, sehr nice. Gutes Futter, den nehme ich auf jeden Fall sehr gerne mit. Dahinter noch ein 84er Oyarzabal, also das war gar nicht schlecht. Dann machen wir weiter mit dem seltenen Goldspieler-Pack, ein 84-Plus. Da zieht man dann auch irgendwie nie einen Walkout, ne? Rafael Leao, genau die 84 hier natürlich mal wieder rausgeholt. Noch ein 84-Plus-Pack, vielleicht ist ja dieses Mal ein Walkout drin, so ist es. Inform Walkout Italien-Torhüter Perin. Es ist halt auch einfach eine 84. Das kannst du doch keinem erzählen. Aber egal. Den nehme ich auch gerne mit, weil man braucht immer wieder Informs, auch für die 10x83 Plus SBC, die wir gleich noch abschließen werden. Jetzt kommen wir zu einem 100 und zu einem 125k-Pack. Das haben wir für 60 Freundschaftsspiele oder so bekommen oder irgendwas in der Richtung. 300 Freundschaftsspiele? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube eher 300. Also wir haben auf dem Account schon wirklich sehr, sehr viel gezockt und wisst ihr, was das Beste ist? Ich zocke jetzt hier seit Anfang Dezember auf dem Account und mein Web-App-Zugang ist immer noch nicht freigeschaltet. Wirklich, saugeil, ey. Danke dafür. Was ziehen wir aus dem Ding? Donnarumma. Sehr, sehr nice. Im 100k-Pack endlich mal wieder Packluck. 88er Gianluigi Donnarumma. Es läuft wie ein Länderspiel. Ich hoffe bei euch auf euren Accounts genauso. Gutes Futter,
kein Duplikat. Genauso will man das doch sehen. Dann machen wir weiter mit dem 125k-Pack und es wäre schon sehr, sehr geil, noch die ein oder andere Road to the Final-Karte untrade im Verein zu haben. Deswegen, komm schon, Junge, wir gehen rein und es wird ein Walkout, aber kein Road to the Final, aber es wird ein Walkout und zwar neuer Ter Stegen. Haben wir den nicht? Bin ich mir gerade unsicher. 88er Ter Stegen haben wir erst vor kurzem gezogen, aber nee, wir haben ihn nicht und dahinter ist sogar noch Ruben Dias, Hazard, sehr, sehr nices Pack. Was haben wir als Duplikat? Gut, ein Partey, 84, dann würde ich sagen, ja, hau ich den am besten jetzt schon in die SBC. So, Partey ist abgegeben für die 10x83 plus SBC, das erste Pack zumindest. Und dadurch bekommen wir jetzt schon wieder ein neues Pack, das Goldspieler-Pack. Da wird nichts drin sein. Wir fügen hier erstmal die drei Kandidaten dem Verein hinzu, öffnen das Goldspieler-Pack und dann gehen wir jetzt hier gleich rein ins 10x83 plus Pack. Letzte Folge hatten wir ja sogar Road to the Final Fofana drin von Chelsea. Das war gar nicht schlecht. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht nochmal einen packen können. Das wäre sehr, sehr geil. Und dann würde ich sagen, machen wir es wieder spannend. Wir öffnen das Ding. Kylian Mbappé verdeckt hier alles, weil das ist einfach der Spieler unseres Teams und der wird uns jetzt Glück bringen. Und dann schauen wir jetzt hier ganz entspannt rein in das Ding. Von rechts nach links auf entspannt. Haben wir Duplikate? Ja, wir haben ein Duplikat und zwar Kobel. Okay, erster Spieler Kobel, zweiter Spieler Leimer, dritter Spieler Angelino, vierter Lemar, fünfter Ricardo Pereira, 6,83er schon, 7,83er oder 8, 9, Alter, ist das krass, krass bodenlos. Okay, es ist ein Inform, oh mein Gott. Ja, wir werden die Packs auf jeden Fall aufheben. Gar kein Bock mehr jetzt nach dem Ding noch eins zu ziehen. Ach du Heilige. So, hier ist das 84er Team vom 10x83 Plus Pack. Also das war gerade so schlecht. Das letzte war richtig gut. Da hatten wir einen Road to the Final. Wir hatten, glaube ich, sogar noch ein oder zwei Walkouts. Ein paar 85er, dies, das. Und dieses Mal absolut gar nichts. Boah, der Diaby ist halt auch so verlockend. Was muss man dafür abgeben? Warte mal kurz. Okay, es ist komplett verbuggt. Für den Kollegen muss man nur ein 85er Team abgeben. Und ihr habt mir so zahlreich in die Kommentare geschrieben, dass ich den machen soll. Deswegen werde ich den machen. Leverkusen hat ja auch das die Runde gewonnen. Deswegen wird er auch auf 89 hochgehen. Und ich glaube, den als Sub mitzunehmen ist nicht verkehrt. Den als Sub, der sieht schon sehr, sehr stark aus. Wir nehmen den mit. Sein Tripling ist crazy. Vorher ziehen wir noch das Premium Elektrum Spielerpack. Pobel, komm wieder rein in den Verein. Und dann gehen wir hier rein. Da wird nichts drin sein. Prime Elektrum Spielerpack. Kein Fan von den Dingern. Aber ja, genauso ist es auch am Ende des Tages geworden. Und dann würde ich sagen, holen wir uns schnell noch den Diaby und dann zocken wir die Weekend League Quali und ziehen dann auch die Packs. So, die SBC ist ready. Komplett aus dem Verein, bis auf Jamie Vardy. 12.500 Münzen für den rausgeknallt. Ja, 2,88er haben wir jetzt dafür abgegeben und schon einiges an Futter. Aber ich glaube, der Diaby ist nice. Wir haben zwar Di Maria, aber so ein Diaby, der kann dann auch nochmal richtig Wind reinbringen mit seinem Tempo und vielleicht geht er ja auch noch im Rating noch höher, dann können wir den auch irgendwann mal für die SBC abgeben. Die werde ich natürlich nicht machen, aber der Ben Yedder, der steht ganz oben auf der Liste. Vielleicht holen wir uns den in der nächsten Episode, denn für die Weekend League Quali brauchen wir den heute noch nicht. Aber Ben Yedder hat einfach so geiles Tripling, dass ich mir vorstellen kann, dass der schon sehr, sehr nice zu zocken ist. So rein theoretisch könnte man das Team auch so ein bisschen umbauen und dann Diaby und Frimpong zocken. Deswegen, ich glaube, wir zocken es heute einfach mal so. Wir spielen eh nur die Weekend League Quali. Wir testen einfach mal den Diaby so ein bisschen. Auch mal ein bisschen Spaß haben hier mit Frimpong und Diaby, oder? Let's go! Wir gehen rein ins erste Spiel. Roter Hakimi hätte ich auch sehr, sehr gerne. Sehr geiles Team, direkt im ersten Game. Was ist das denn? Und dann schauen wir mal, wie der Diaby hier so performt. Also, die Stats sehen nice aus. Ich muss auf jeden Fall auch wieder die Trikotnummern anpassen. Seid mir da nicht böse. Stark. Ayran zündet durch. Oh, durch die Beine von Courtois. Das sah böse aus. Oh nein. Ich kann das nicht. Wirklich, es ist... Nee. Nein, ach man, der Gegner ist sehr, sehr stark, aber dass der wieder durch diesen Anstoßback zurückgekommen ist, ich muss das wirklich verteidigen, weil es ist nicht so schwer zu verteidigen, wenn man es weiß. Sehr schön, das sieht gut aus, Mbappé mit dem 2:2 und jetzt dürfen wir keinen Kickoff kassieren. Deswegen einfach ganz entspannt direkt den Innenverteidiger auswählen und dann ist das Ding eigentlich schon durch und er probiert es nicht mal. Boah, guckt euch diesen Diaby an, der geht durchs ganze Ding durch. Jetzt muss er ihn auch machen, aber er macht ihn nicht. Aber da hat man gesehen, der geht schon gut ab, der Kollege. Er macht ihn, wichtiges Tor.
Das ist stark gespielt. Und Bale mit dem 4:2. Das Ding ist over, sage ich. Damit gewinnen wir das erste Spiel mit 4:2. Wichtig und richtig. Okay, let's go. Wir machen weiter. Bundesliga-Team mit Pelé und Mbappé im Sturm. Moin, Meister. Oha, der Typ hat einfach gegönnt. Er hat direkt zum Torhüter geschossen, daneben geschossen und dann trotzdem nicht gequittet. Ehrenmann. Rein ins dritte Spiel. Was ist das denn? Das skippt mir direkt, damit er nicht sieht, was für geistesgestörte Stürmer ich im Team habe. Und Mbappé macht ihn rein. Neymar auf Mbappé. Oh, keine Show, Freddy. Ich nehme dich runter, Mann. Eieieiei. Oh, der Pass ist schon wieder so stark und Mbappé macht ihn rein zum 2:0. Komm jetzt. Ah, da ist die Kiste. Diaby mit dem 3:0. Richtig gute Nummer und das wird der Quit sein. Und so ist es. Wir stehen 3:0. Spiel Nummer 4. Cech, Zamprota, Vidic. Okay, sehr iconlastig, sieht aber nice aus. Boah, Marquisio, aber er stand im Abseits, oder? Nee, stand er nicht. Starkes Ding. Boah, yo, Diaby war einfach schon durch. Und dann wird auf einmal Ayran komplett weggepelzt. Komm, Ramos, den muss er machen. Rechts oben. Perfekt. Ich bin der beste Elferschütze, den es gibt. Komm jetzt. Diaby, jetzt hat er sein Tor. Starkes Ding, Ayran 3:0, das Ding ist erstmal over und der Mann drückt auch direkt die Pause rein. Let's go, wir stehen 4:0. Ginola to Glory, da bin ich jetzt mal gespannt. Also Ginola wird auf jeden Fall schon mal am Start sein. Das Team sieht sehr geil aus und wäre der Ginola nicht dabei gewesen, dann hätte ich eine Krawatte gehabt. Starkes Ding, Mbappé 1:0, Gegner meldet direkt die Pause an, Ginola to Glory. Schade, Digi. Wir machen weiter. Spiel 6 gegen ein brutales Team. Junge, als ob das gerade geklappt hat. Ich glaube das nicht. Oh, das wäre der heftigste Dinger geworden überhaupt. Oh, oh. Ja, da hat da hinten nicht so richtig viel gestimmt. Let's go. Ayran 1:1. Ey, was ein Dreckstor. Sehr schön. Neymar 2:2. Ja, Mbappé 3:2. Spiel gedreht. Was war das denn? Digga, das war das dreckigste Tor überhaupt. Das ist so typisch. Der Typ macht nur die ganze Zeit seinen Anstoßbug, den er nicht hinbekommt und kriegt dann so ein Tor wieder geschenkt. Mbappé 4:3. Nein. Oh, ich habe ihn so gesehen, Alter. Verlängerung. Ja. Bale. Haha. Let's go, Junge. Let's go. Was ein Game. 5:4. Der Typ hat auch Fokuswappen. Grüße gehen raus an der Stelle. Wir machen weiter mit dem nächsten Game. Weiter geht's. Wir stehen 6:0 und der Gegner mit einem sehr interessanten Bundesliga-Team. Aber man darf solche Leute auch nie unterschätzen. Schönes Ding. Neymar 1:0. Diaby auf Ayran und der mit dem 2:0. Okay, ich habe keine Ahnung, warum wir gegen den Gegner beim Stand von 6:0 kommen. Also der ist offensichtlich auch echt nicht so krass. Mbappé 3:0. Aber der Gegner scheint auch Bock zu haben. Nee, hat er nicht. Da wurde die PS5 direkt mal ausgeschaltet. Tut mir auf jeden Fall leid. Das Matchmaking ist eine Katastrophe manchmal. Aber eigentlich passiert sowas echt nur selten. Weiter geht's. Wir stehen 7:0. Und der Gegner hat ein sehr knackiges Team mit ein paar Karten. Ja, okay. Aber schon sehr gut. Stark gespielt. Marquisio, Mbappé. Diaby ist am Start. Eieiei. Boah, der Gegner ist wieder sehr gut. Starkes Spiel, Toni Kroos 2:1. Boah, nee, Digga. What? Okay, was? Hä, das war doch ein haltbarer Schuss. Das ist stark. Ayran 3:3.
Stark. Gegner moved, Aira nutzt es aus. Let's go, wir stehen tatsächlich 8:0. Also heute ist mal wieder ein 10:0 möglich, aber es wird mit jedem Spiel gerade so schwitzig. Es ist Wahnsinn. Zwei Spiele haben wir noch übrig und der Gegner kommt hier mit der Truppe an den Start. Der Angriff, oh nee, du. Komm, Diaby, auch mit rechts macht er den mal rein. Na, das gibt's nicht. Oh, das kann nicht sein. Wieso choke ich immer auf den letzten Metern? Ja, sehr stark. 2-2. Let's go. Ayran ist am Start. 3-2. Was sind das hier für Games heute? Ja. Oh, Bro. Neymar. Oh mein Gott, er macht ihn. Ich hatte gerade schon wirklich... Ich war sauer, sagen wir es mal so. Let's go, der Gegner quittet in der 88. Minute. Damit stehen wir 9:0, haben heute wirklich saustarke Gegner besiegt und haben jetzt ein Entscheidungsspiel um den 10. Sieg. Das wird kritisch. So, wir gehen rein ins Spiel um den 10. Sieg und Cesinho und Mbappé warten dort auf uns. Ah. Let's go, es gibt Elfmeter. Meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt verdient. Er drückt direkt Pause, Bruder. Sei jetzt nicht so. Digga, es ist zu krass. Man kann diese Community nicht ernst nehmen. Alles klar, neuer Versuch, 10. Spiel und der Gegner. Boah, oh nein, wirklich. Aber dass es schwer wird, war klar. Von daher, rein da. Das sieht gut aus. Ayran 1-0. What? Das kann nicht sein, dass so ein Drecksfreischuss in der 45. Minuten reingeht, Alter. Ey, das kann nicht sein. Wir werden jetzt so rasiert im letzten Spiel, Mann. Let's go, Neymar 2-1. Nein, das ist doch... Nee, ruhig bleiben, Männer, ruhig bleiben. Oh mein Gott. Danke dafür, Gegner. Boah, das ist super gespielt. Mbappé 4-2, gib uns die 10 Siege, Bruder, gib sie uns. Och nein, es ist der größte Schwitzer, den ihr euch vorstellen könnt. Natürlich gibt er uns nicht die Siege, Alter. Let's go, Gegner gibt wohl auf. 89. Minute und das Ding ist durch. Wir haben es mal wieder geschafft, 10 Siege. Und ich sag's euch, wie es ist, die letzten Gegner waren alle brutal stark. Ich weiß nicht, wie ich jeden davon besiegen konnte. War natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber das brauchst du auch, wenn du 10-0 gehst in der Weekend League Quali. Aber das ist ein geiles Gefühl, dafür bekommen wir nochmal richtig nice Packs. Und hoffentlich ziehen wir jetzt hier nochmal was Starkes. Playoffs, Rang 1, überragend. Und dafür bekommen wir ein 100, ein 50 und ein 35k-Pack. Sehr, sehr geil. Das war richtig stark gespielt. Und der Diaby war richtig, richtig gut. Also, wir müssen bei dem, glaube ich, 2 Spiele abziehen, weil einer ist auch bei 0-0 gequittet. Klassiker. Der hat sich nice zocken lassen. Und er ist sogar jetzt schon auf einer 89, während ich das Video aufgenommen habe. Und der Leverkusen spielt gegen so einen Verein aus Ungarn. Also sollten die das eigentlich auch packen, würde ich jetzt einmal mal sagen. Also wird der womöglich auf eine 90 gehen. Sehr, sehr geil. Und wir ziehen unsere Rewards und die sind tradable. Also will ich da jetzt was sehen? Komm schon, ey, gönn mal irgendwie eine Road to the Final Card oder irgendwas richtig Teures mal wieder tradable. Weil tradable, was richtig Teures, hatten wir schon ewig nicht mehr. Wir gehen rein mit einem Ramos. Packen wir alles in den Verein. Wir werden es so oder so früher oder später eh für eine SBC verwenden. Von daher brauche ich den gar nicht verkaufen. Warum habe ich nicht das 35k-Pack zuerst gezogen? Egal, wir ziehen es. Lampe geht nach oben. Portugal. Ach du heilige Digga. Ey, das kann jetzt nicht sein. Haut mir jetzt nicht hier schon wieder diese Karten hinter die Ohren, Alter. Ohne Spaß, EA. Da kriege ich eine Krawatte. Freddy, keine Show. Wir gehen rein zum Abschluss ins 100k-Pack. Vorschau-Pack habe ich gezogen, ne? Ja. Wir gehen rein. 100k-Pack, komm schon, bitte. Walkout ist am Start, immerhin. Belgien? Courtois, das ist nice. 90er Courtois, mega nice. Mega, mega nice. Der bringt uns richtig gut Münzen. Ich glaube, den verkaufe ich sogar. Wobei, könnten wir auch für die Benjeda SBC verwenden. Und die Karten sind eigentlich auch ganz in Ordnung. Duplikate bringen jetzt nicht so viel. 82er sollte man auch eigentlich immer mitnehmen. Und ja, das soll es gewesen sein von der Episode. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und wir haben heute auf jeden Fall gut rasiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt auf jeden Fall das Video hier ab, falls ihr es noch nicht getan habt. Drückt da drauf. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Mach's dann gut, haut rein und ciao.